Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu dir, Esther. Wir befinden uns immer noch vor dieser Höhle hier, in die wir uns jetzt gleich reinbegeben wollen. Hier, direkt vor diesem Schiffswrack. Und mit Hilfe eurer Kommentare habe ich dann jetzt mal herausgefunden, was auf den Büchern draufsteht. Hebridean History. Und die Hebriden sind eine Inselgruppe in Schottland. Das heißt, es war eigentlich schon abzusehen, weil unser Sprecher, unser Erzähler, als wir zu dieser Schäferhütte hoch sind, ein Substantiv benutzt hatte, ein Vokabel, die nur im schottischen Sprachgebrauch vorhanden ist. So war es eigentlich schon abzusehen, dass wir uns irgendwo in Schottland aufhalten, auf einer schottischen Insel. Aber jetzt ist auch die Bestätigung dadurch da, dass wir auf den Hebriden uns befinden. Und Donnelly hat dann offenbar diese Hebridean History geschrieben und in der hat unser Erzähler gelesen. Und wir betreten jetzt mal die Höhle, die ziemlich schick aussieht. Also es sieht ziemlich mystisch aus, finde ich, hier hinten. Während wir jetzt hier so aus der rauen, eher natürlichen Umgebung herauskommen oder ja uns davon wegbewegen und jetzt kommen wir hier in eine doch ziemlich mystisch angehauchte Ecke. Ich bin sehr gespannt, wie es hier weitergeht. Ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt etwas, nun sagen wir, surrealistischer werden könnte. Mal schauen. Und wie es aussieht, müssen wir uns jetzt hier in dieses Loch hineinwerfen, um weiterzukommen. Ich möchte aber noch eben kurz diese Stalaktiten hier und die Stalagmiten beobachten. Ja, dann werden wir uns mal hier runter begeben. Ich habe ja auch auf eure Kommentare hin ein bisschen nochmal die Umgebung erkundet, aber dazu komme ich gleich nochmal. Ich lasse erstmal den Erzähler jetzt reden, denn wir kommen ja in das nächste Kapitel hinein. Die Höhle. From here, this last time, I have understood there is no turning back. The torch is failing along with my resolve. I can hear the singing of the sea creatures from the passages above me, and they are promising the return of the gulls. Wir sind hinabgestürzt in die Höhle und damit steht nun auch für mich endgültig fest, dass wir nicht bloß eine Kamera auf einem Stativ steuern, wie ja auch vermutet wurde, sondern dass wir tatsächlich einen Menschen steuern, der sich über die Insel bewegt. Und ich vermute ehrlich gesagt, dass wir nicht der Erzähler sind, sondern jemand, der seine Briefe an Esther gefunden hat. Das sieht spitze aus. Diese hauchdünnen, nadelfeinen Stalaktiten, die hier von der Decke herabhängen, die kaum wirklich sein können eigentlich, so wie sie da hängen und messerscharf und spitz sind, wie es aussieht. Tausende Nadeln, die von der Decke ragen und ein unberührter See in dieser Höhle. Das Wasser wahrscheinlich schon uralt. Und ein unnatürliches Leuchten, das wir uns näher betrachten wollen. Ich finde auch den Unterschied sehr schön zwischen diesem unnatürlichen Leuchten hier drüben und auf der anderen Seite diesem natürlichen Kerzenschein. Und von da oben sind wir herabgestürzt. Ein seltsamer Ort. Sag etwas dazu, das sieht spitze aus hier. Ich kann mir bloß nicht erklären, was es ist. Ach, das sind die phosphoreszierenden Moose, die Jacobson an seinen Fingerspitzen hatte, als seine Leiche gefunden wurde. Wenn wir uns erinnern. Und hier drüben hat sich auch schon wieder jemand verewigt, sehe ich gerade. Bevor ich jetzt weitergehe, will ich dann doch mal ein bisschen die Ecke erkunden. Und das kennen wir doch aus einer der ersten Aufnahmesessions, aus einer der ersten Folgen, meine ich. Die Nervenzelle sozusagen, wie auch jemand von euch geschrieben hatte. Und da drüben sehe ich gerade, haben wir auch, ach nein, das sind Moose, okay. Aber ich habe hier gerade noch eine Zeichnung gesehen, ja, davon in der Kammer. Oder sind auch das Moose? Das passt eigentlich sehr schön, es ist sehr parallel zueinander, wie Wirklichkeit und Mystisches verschwimmen miteinander. So verschwimmt auch der Eindruck, ob es bloß ein natürliches Moos ist, das phosphoresziert, oder ob es mit den Malereien zusammenhängt. Gerade hier, das sieht doch irgendwie arrangiert aus, so ein bisschen, als ob uns
dieser Wuchs etwas sagen möchte, als ob es irgendeine Zeichnung ist, aber es sieht dann doch bloß so aus, als ob es Moose sind, nicht wahr? Und die Musik ist spitze. Tut mir leid, wenn ich jetzt ein bisschen lahmarschig mich hier fortbewege, aber ich bin gerade so ein bisschen überwältigt von der Atmosphäre hier. Ja, also ich habe mich noch einmal zurückbegeben an den Anfang, um ein paar Sachen zu überprüfen. Und zwar, einerseits war da die Höhle gewesen, in die ich in der letzten Aufnahmesession zurückgekehrt bin, um noch einmal euch diese Zeilen über Donnellys Geschichte zu zeigen. Da konnten wir an eine Höhle hinabblicken. Diese Höhle war natürlich die Höhle mit den vielen Zeichnungen gewesen, wie ich dann auch festgestellt habe. Aber da war ja ein Licht zu sehen, das so geflackert hatte, und es wurde die Vermutung angestellt, dass es vielleicht Morsezeichen sind, aber ich glaube, es war bloß ein Grafikfehler. Es ist aber interessant, dass man einen Grafikfehler direkt als Zeichen wertet in diesem Spiel, einfach weil es dazu passt, nicht wahr? In einem anderen Spiel hätte man das Flackern einfach abgetan, aber hier passt es einfach dazu, dass vielleicht etwas wie Morsezeichen auftauchen. Als ich es nochmal gespielt habe, war dort aber kein Flackern zu erkennen. Passend zu den Höhlen, die wir erkunden, könnte meine Stimme heute übrigens etwas hallend klingen. Das liegt an der Umgebung, in der ich heute mal aufnehmen muss. Aber ich wollte die Insel weiter erkunden, auch wenn ich jetzt bloß an diesem Ort hier aufnehmen kann und es vielleicht etwas seltsam klingt. Doch ich denke, das passt ganz gut zu unserer Umgebung. Deswegen kann auch der kleine Hall nicht schaden. Diese Felsformation, sie sehen aus wie ein Fenster in einen Seitengang, und ich weiß jetzt nicht, ob wir da lang oder hier lang gehen sollen. Wow. Das sieht spitze aus. Da vorne haben wir auch wieder Zeichnungen. I first saw him sat by the side of the road. I was waiting for you to be cut out of the wreckage. The car looked like it had been dropped from a great height. The guts of the engine spilled over the tarmac. Like water underground. Die Sätze unseres Erzählers lassen wieder vermuten, dass Esther etwas zugestoßen ist bei einem Autounfall. Was haben wir hier? Das ist definitiv... Sorry Leute, aber diesmal muss es wirklich eine chemische Formel sein. Wir haben eine Aminogruppe und zwei Hydroxylgruppen dran um einen Benzolring herum. Ich weiß leider nicht, was es für eine chemische Struktur ist gerade, auch weil ich nicht genau erkennen kann, ob da jetzt irgendwelche eine organische Kette zwischen der Aminogruppe hier von NH2 und dem Benzolring hier in der Mitte zu finden sind, aber es sieht für mich stark danach aus, als ob es irgendeine chemische Struktur ist. Zusammen mit Pilzen? Vielleicht handelt es sich dabei um eine biogene Substanz, die von Pilzen abgesondert wird, müsste man mal ergründen. Aber ich will mich jetzt wieder mal nicht zu lange daran aufhalten, denn hier gibt es so viel zu ergründen gerade. Und ich habe auch festgestellt, als ich nochmal über die Insel gegangen bin, an jeder Ecke findet man noch irgendwelche kleinen Details, die ich jetzt gar nicht imstande bin aufzuzählen, aber überall findet man noch irgendwelche Kleinigkeiten, um zu entdecken, und ich denke, das macht auch den Wiederspielwert dieses Experimentes hier aus, dieses Kunstwerks. Ich finde es einfach spitze. Also ich habe bislang noch nichts, doch ein was habe ich dran gefunden, was mich stört. Das ist, wenn ich die Klippen erkunden will, dass ich an einigen Stellen einfach nicht weiterkomme, weil ich wissen will, was dahinter ist. Aber ich meine, das ist ja mit Absicht so eingebaut, dass wir an manchen Stellen einfach nicht weiterkommen. Und diese Immobilität macht auch irgendwo den Reiz des Spiels aus, weil wir wirklich darauf beschränkt sind, uns auf den Wegen zu halten und aus der Ferne vielleicht aus verschiedenen Perspektiven zu schauen, was wir überall finden. Und manchmal macht eben dieser Perspektivwechsel auch eine vollkommene Neuinterpretation mancher Dinge aus. So auch mit den Zeilen unseres Erzählers. Zu Beginn, als wir in die Höhle mit den Malereien in die erste hineingekommen sind, die in einem anderen Licht stand, glaube ich, für mich, als ich noch nicht von der Geschichte, die Donnelly erzählt hat, gehört habe. Und hier ist schon wieder dieselbe chemische Struktur, hier sieht man es ein bisschen besser. Es könnten 2 oder 3 C-Atome zwischen dem Benzolring und der Aminogruppe sein. Muss ich mir mal angucken. Vielleicht ist das irgendwas.
Was haben wir hier? Das sieht verrückt aus. Sieht aus wie ein Schaltplan irgendwie. Vielleicht aber auch... Ja, es sieht aus wie ein Schaltplan eigentlich. Vielleicht aber auch soll das die abstrakte Darstellung des Autowracks sein oder ähnliches. Ich meine, man kann viel hineininterpretieren und ich bin jetzt nicht der Beste im Interpretieren von Bildern, muss ich zugeben. Das kennen wir bereits. Also es sind quasi immer wieder dieselben sich wiederholenden Gedanken unseres Erzählers, der vermutlich derjenige ist, der hier hingemalt hat überall, die er niederbringen muss, damit sie nicht seinen Kopf beherrschen, seinen Geist beherrschen. So kann ich es mir eigentlich nur vorstellen, so kann ich es mir nur erklären, dass deswegen überall diese Zeichnungen zu finden sind. Und wieder unsere Nervenzelle. Und ein noch viel größerer Schaltplan. Ich würde jetzt gern hochgehen, es geht nicht. Nein, wir kommen hier nicht hoch, schade. Doch, jetzt. Manchmal muss man bloß probieren, dann klappt's doch. Aber das hier unten sagt uns auch nichts. Es sieht auch so aus, als ob derjenige, der das hier dran gemalt hat, in großer Rage war, als er es gemalt hat. Denn hier sind ja überall noch extra Flecke noch dazwischen. Als hätte er überall hingekleckert, weil er möglichst schnell in einer Rage, ja, mir fällt gerade kein anderes Wort ein dafür, das da dran gepatscht hat. Und ich frage mich ernsthaft, wie er das in die Decke gekriegt hat. Sehe nur ich da ein Männchen? Hier das, was jetzt oben am Bildrand ist, das sieht aus wie ein Kopf. Ich glaube, meine Interpretationen spielen mir langsam Streiche in meinem Kopf. Und auch hier sehe ich gerade irgendwie einen Menschen. Es würde mich mal interessieren, was ihr so interpretiert, hineininterpretiert in die Zeichnungen, weil das ja doch ziemlich abstrakt ist und man, denke ich, sehr viel darin sehen kann. Also schreibt ruhig mal in die Kommentare, was ihr da so seht. Würde mich mal sehr interessieren, weil ich ja jetzt immer bloß eigentlich meine, was mir gerade so in den Sinn kommt dazu, jetzt erzähle. Es ist ja jetzt nichts, was ich irgendwie, wo ich irgendwelche Ahnung von hätte. Also ich weiß ja nichts über das Spiel und deswegen ist das vollkommen eine Spekulation, was ich ja immer erzähle. So, wir gehen dann aber doch mal weiter durch die Höhlen und ich glaube, wir dadurch, dass wir tiefer in die Insel hineinkommen, kommen wir auch immer tiefer in den Geist unseres Erzählers hinein. Ich glaube, so langsam wird sich dann der Kreis schließen und manche Fragen werden sich dann wohl beantworten lassen und manche werden vielleicht auch für immer offen bleiben. Moosbewachsene Steine und hier ändert sich die Stimmung mit dem Farbton wieder. Das sieht auch spitze aus, oder? Müssen wir schon wieder springen? Ich glaube schon. Ja, wir kommen ja gar nicht ran am Rand. Wir kommen da gar nicht weiter. Gut, dann würde ich sagen, hüpfen wir ins Nichts, beziehungsweise ins Wasser hier hinab. Platsch! Oh, wir müssen schwimmen. Schwimmen, mein Kleiner. Ich habe übrigens festgestellt, dass es eine Taste gibt, mit der man sich zumindest ein bisschen über Wasser halten kann. Aber die hat von vornherein keine Tastenbelegung. Das heißt, man muss die erst im Tastenbelegungsmenü für sich entdecken, um sie zu belegen. Also das sieht doch, ich finde, das sieht so natürlich aus. Also die Stalagmiten, die ich bisher so gesehen habe, die haben dann auch mal diesen Speckglanz und sind so unebenmäßig. Das sieht so natürlich aus. Das begeistert mich einfach. Ach, ein kleines Rinnsal, wie süß. Das ist toll. Die Farbstimmung, wie die wechseln. Auch wenn natürlich jetzt keine so richtige Erklärung für dieses grelle blaue Licht da ist normalerweise, aber es sieht einfach spitze aus. Und es wechselt immer wieder zwischen dem mystischen Blau und diesem phosphoreszierenden Grün hier von den Moosen.